Hallo, in diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr im Gambio Shop mit dem neuen Layout, mit diesem Honeygrid Template quasi, Bilder, die ihr in der Textbeschreibung verwendet, so wie das hier, das mache ich recht gerne, weil es sieht an sich sehr schön aus, responsive machen könnt. Weil in der Grundeinstellung ist es nicht so. Das heißt, wenn dieser Artikel nun auf einem Display angezeigt wird, der kleiner ist als das Bild, dann wird es so entsprechend abgeschnitten. Ja, und mit dieser Dokumentation, die wir jetzt Ihnen hier zeigen, würde das dann so angezeigt werden. Ich habe das hier bei diesem Artikel jetzt schon mal eingestellt. So, wenn ich nun die Bildschirmbreite verändere, ändert sich hier die Größe des Bildes mit. Ja, das sind zwei kleine Schritte, die Sie da machen müssen und dann funktioniert das. Das gleiche Problem hat man natürlich auch, wenn man auf der Startseite ein größeres Bild einfügen möchte. Hier habe ich auch das schon entsprechend eingestellt. Ihr seht, also es passt sich auch hier an. So, nun zur Erklärung. Wir gehen jetzt nun auf das entsprechende Produkt oder auch in den entsprechenden Text, den wir ändern möchten. So, jetzt habe ich hier die entsprechenden Bilder in diesem Text. Ich wähle das Bild an, gehe auf das Bild-Icon, entferne hier die beiden Werte, Breite und Höhe, gehe auf Erweitert und füge IMG-Responsive ein. Ja, hier ist es jetzt ja schon geschehen. Ich zeige das jetzt mal beim anderen Artikel. Ich gehe mal kurz hier raus. Abbrechen. Wir gehen jetzt mal zu diesem Artikel, zu der verspiegelten Pilotenbrille in Blau. Da ist er. So, ich gehe in die Bearbeitung, wähle das Bild an, klicke auf Bearbeiten, nehme hier die Werte raus, gehe auf Erweitert und füge hier diesen Befehl quasi ein. Und das mache ich natürlich für alle Bilder, die in diesem Text sind. Ich mache das gerade mal hier komplett und dann kann ich das auch gleich zeigen. Okay. So, das war's. Jetzt speichere ich das ab. Und wir schauen uns das an. Ich muss natürlich neu laden. So, ich verringere nun den Bildschirm, die Bildschirmgröße und ihr seht, es passt sich automatisch an. Ja, mit so einem kleinen Trick wird der Shop doch eine ganze Ecke professioneller. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Bis demnächst.